Hallo, in dieses Video werden wir jetzt unsere erste SQL-Datenbank aufbauen und in dieser Datenbank werden wir unsere erste Tabelle erstellen und diese Tabelle werden wir dann mit Daten befüllen und dann werden wir diese Tabelle abfragen, um zu checken, ob unsere Daten drin sind. Also, wir haben jetzt viel zu tun. Fangen wir mal an. Ich bin jetzt hier in dem PG-Admin 3 von Postgres und ich mache mir jetzt eine neue Datenbank. Da gehe ich hier über Databases und sage neue New Database. Und da gebe ich jetzt den Namen unserer Datenbank. Ich habe hier die Daten hier, die ich habe, sind Formel 1 Daten von Formel 1 Fahrer. Und ich habe hier vier Felder und da sind die Daten da drin. Okay, und jetzt gehen wir hier in den Postgres. Und geben die, der Name der Datenbank ist F1DB, also F1-DB und OK. Und das dauert ein bisschen, bis es das erstellt. Und dann müsste da ist unsere Datenbank. Und die tue ich dann doppelt anklicke und dann haben wir jetzt. Und jetzt kann ich hier eigentlich in dem SQL, hier oben im SQL klicken und dann kann ich jetzt mein SQL-Code machen. Ich mache mal gerade das Fenster ein bisschen kleiner. So. Und hier. So. Und dann. So, da haben wir jetzt unser Fenster kleiner. Und jetzt fangen wir an. Wir haben die Datenbank schon erstellt. Das erste, was wir machen wollen, wir wollen jetzt unsere Tabelle erstellen. Und wenn wir die Tabelle erstellen, der Code für eine Tabelle zu erstellen ist eigentlich folgendermaßen. Wir wollen die Tabelle erstellen. In diesem Code muss man auch dann die Felder erstellen. Wir müssen den Typ der Felder erstellen. Also der Code würde folgendermaßen ausschauen. Also ein nützliches Werkzeug, das man immer gebrauchen kann, ist ein ganz normaler Texteditor, den ich benutze hier, der heißt, ich muss mal gerade zeigen, den ich benutze hier ist Notepad++. Den kann man, wenn man Notepad++ googelt, kriegt man dann die Webseite, kann man das runterladen, das ist ein kostenloses Programm, sehr schönes Programm, also ein sehr schöner, so effektiver Texteditor, mit dem kann man viel machen. Und ich habe mal hier jetzt die in der Grundform geschrieben von dem SQL-Code für, wenn man eine neue Tabelle erstellen will. Das heißt Create Table. Drivers ist der Name der Tabelle. Und hier sind die Felder. Woher weiß ich die Felder? Ich richte mich nach meiner Excel-Datei. Da sind die Felder. Driver ID, First Name, Surname, Victories und Championship. Das sind meine Felder, also meine Spaltenüberschriften, wenn man will. Und diese sind dann hier in dem SQL-Code drin. Jetzt, was das Einzige, was noch fehlt hier in unserem SQL-Code, sind die Typen, die Feldtypen. Jetzt in dieser Tabelle, wenn man uns die Inhalte nochmal anschaut, also das da und das da sind Texte und diese sind Ganzzahlen, also Zahlen, Zahlfelder, aber auch Ganzzahlen. Es sind keine Kommastellen und es besteht auch keine Möglichkeit, dass irgendwie hier Kommastellen kommen. Also hier, das sind einfach die Driver-ID, das sind immer Ganzzahlen. Die Siege der Fahrer sind auch immer Ganzzahlen und die Meisterschaften sind auch immer Ganzzahlen. Also es gibt hier keine Kommastellen. Und von daher, Ganzzahlen, in SQL gibt es das Feld int für Integer und jetzt bei unterschiedlichen Datenbanken muss man dann unterschiedliche Felder verwenden. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Access meine Datenbank erstelle, dann habe ich zwei Felder. Eins ist das Byte, das geht von 0 bis 255 und die nächste Größe ist dann Integer, die geht von minus 32.000 bis 32.000 in so etwa. Und in MySQL zum Beispiel habe ich dann das Small Int. Ja, in MySQL habe ich dann auch wieder ein Tiny Int und das Tiny Int geht dann von, auch wie in Access das Byte, von 0 bis 255. Und ich habe dann das Small Int, das geht dann von minus 32.000 bis 32, also plus 32.000 und 767 und so etwa. Okay, in Postgres ist es dann ähnlich. Ich habe dann das Small Int, das fängt bei Small Int an und das geht dann von minus 32.000 bis plus 32.000. Das heißt, je nach Datenbank, ich muss immer checken in der Dokumentation der Datenbank, was sind meine Ganzzahlen und welche Größe soll ich nehmen. Und die Größe, die ich immer nehmen muss, muss mich immer nach meinen Daten richten. Also hier Formel 1, es gibt keine 32.000 Formel 1
Weltmeister oder Fahrer, die mit Siege. Und daher würde hier auf jeden Fall hier ein Small Int lang. Ein Small Int ist, geht bis 32.000. Bei den Siegen würde bei Access bzw. bei MySQL in Byte bzw. in Tiny Int langen bei Siege, weil kein Fahrer hat mehr als 255 Siege. Genau dasselbe bei Weltmeisterschaften. Ja, da langt auch bei Access und bei MySQL langt Masse, Byte bzw. das Tiny Int. Bei Postgres muss man in jedem Fall das Small Int nehmen, weil es gibt keine kleinere Größe. Ja, wir werden jetzt in jeder Datenbank den SQL aufbauen, dann sieht man, wie man das so macht. Aber im Endeffekt ist so, wenn man eine Datenbank aufbaut, muss man immer die Dokumentation der jeweiligen Datenbank, also wenn ich jetzt MySQL, muss ich bei MySQL checken, wenn ich Postgres benutze, muss ich bei Postgres anschauen, wenn ich Access verwende, muss ich bei Access anschauen und wenn ich eine andere Datenbank verwende wie SQL Server oder Oracle, muss ich dann immer die Dokumentation checken, um zu sehen, welche Größen passen zu meiner Datenbank. Ja, ich fange mal jetzt mit Postgres an. So, da habe ich jetzt hier den SQL-Code in mein SQL-Editor in Postgres und da habe ich Table Drivers wie vorher. Ich habe hier die Felder. Jetzt habe ich jetzt die Typen Small Int for Driver ID. Wir gucken uns mal gerade das Excel, machen wir es ein bisschen tiefer, da kann man das vergleichen ungefähr. So, da sieht man hier, da sind ja Zahlen, das ist Small Int. First Name ist Varchar. Varchar, das ist ein Typ von Text. In dem Fall mit var heißt Variable, also Variable Charakter. Ich weiß ja nicht, wie groß der Name von jedem Fahrer ist. Deswegen brauche ich so ein variables Feld, das sich dehnt bei langen Namen und das sich zusammenschrumpft bei kurzen Namen. Und die Zahl hier ist die maximale Größe. Ja, ich habe mal gedacht, ich kenne kaum ein erster Name von jemandem, der mehr als 30 Zeichen lang ist. Und deswegen habe ich hier ein Maximum von 30 Zeichen bei ersten Namen. Bei Surname, also bei dem Nachname, habe ich dann 55 Zeichen Maximum gegeben, aber das Feld erweitert sich oder schrumpft je nach Name bzw. Nachnamegröße. Okay, so und das ist Varchar. Die Alternative ist Char, also C-H-A-R, und in dem Fall ist die Größe Fixgröße. Aber da muss man auch hier auch wieder, muss man je nach Datenbankpaket muss man checken. Also in Postgres bringt der Char überhaupt keine Vorteile, was Performance betrifft. Da ist Varchar eigentlich wesentlich besser. Bei MySQL bringt das schon Vorteile, wenn man eine fixe Größe setzt. Allerdings muss man dann alle Textfelder in dieser Tabelle dann auf fixe Größe setzen. Ja, fixe Größe heißt, das Feld dehnt sich nicht, also das heißt, wenn ich jetzt kurze Namen oder lange Namen habe, das Feld wird immer so und so viel Zeichen belegen. Ja? Der Rest, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Zeichen Größe habe und mein Name ist nur 3 Zeichen lang, die restlichen 7 Zeichen werden dann mit Leerzeichen belegt. Ja, das ist bei Char, also C-H-A-R, das ist dann die Sache bei solchen fixe Felder. Bei Varchar wird immer das Feld wird so belegt, wie es nötig hat. Also wenn ich einen fünfstelligen Namen habe, oder einen 5-Zeichen-Name, dann werden nur 5 Zeichen belegt. Habe ich 3 Zeichen, werden nur 3 Zeichen belegt. Hätte ich einen 15-Zeichen-langen Namen, dann werden 15 Zeichen belegt, etc. Und hier ist der maximale Wert dafür. Okay? So, und bei Victories und Championships habe ich immer Small Int, weil, wie gesagt, das Small Int geht von minus 32.700 etwas bis plus 32.767. Das heißt, mehr als ausreichend für meine Driver-ID, weil werde nicht mehr als 32.700 Fahrer haben. Und genauso ist es bei den Siege und bei den WM-Titel. Und die Sache ist so, dass in Postgres habe ich keine Größe unter Small Int. Von daher ist das Kleinste, was ich verwenden kann. Okay? So, da haben wir das jetzt gemacht. Und jetzt kann ich die Query hier execute. Und so, Query returned successfully with no result in 11 Sekunden. Das heißt, ich habe jetzt meine Tabelle erstellt. Okay, die existiert schon. Allerdings ist die jetzt leer. Wir haben noch keine Daten eingegeben. Jetzt wollen wir unser erster Datensatz eingeben. Und das können wir so machen. Ich tue mal hier den Code vor. Da benutzt man ein Statement in SQL, das heißt das Insert, das füge ich hier mal rein.
Und so sieht das dann aus. Ja, das heißt, insert into drivers, das ist der Name der Tabelle. Insert into drivers. Und dann kommen dann, ich mache mal hier einen Return, da kann man das besser sehen. Dann kommen dann die Felder. Dann kommen dann die Felder in Klammern. Also das sind die Felder der Tabelle. Und danach kommt das Wort Values. Und dann Klammer auf, Klammer zu. Und dann kommen die Values für jedes Feld. Also Driver-ID ist dann 1, First Name ist dann Giuseppe, Surname ist dann Farina, Victories ist 5 und Championships ist 1. Und man sieht dann hier ganz genau, dass Textwerte werden in solche Gänsefüßle, einzelne Gänsefüßle festgelegt. Hier und hier. Während die Zahlen, diese Small-Ins, stehen dann ganz normal so. Okay? Jetzt. Wenn ich hier jetzt, muss man hier aufpassen, wenn ich hier drücke, wird all das wieder gemacht und da kommt eine Fehlermeldung, weil die Tabelle Drivers existiert schon. Ja? Und deswegen, ich will ja nur diesen Teil ausführen und deswegen markiere ich den und gehe dann auf Execute. Da wird nur dieser Teil ausgeführt, der jetzt markiert ist. Probieren wir es mal. Und man sieht jetzt, das ist dann jetzt erledigt. Wir wollen jetzt mal checken, ob das tatsächlich drin ist. Da gibt es einen weiteren Befehl, um unsere Datenbank abzufragen. Ich mache mal hier ein paar Returns. Und das ist dann das Select, der Select-Befehl. Und der Select-Befehl sieht folgendermaßen aus. Ich füge ihn gerade rein. Und das ist der Select-Befehl. Also Select. Man wählt auch wieder die Felder. Driver-ID, First Name, Surname, Victories und Championships. Das sind die Felder, die ich brauche. From Drivers. Ja, die Tabelle ist Drivers. From kommt dann, also erst kommen Select. Select, dann muss ich die Felder angeben, die ich sehen will. Ich will jetzt in dem Fall alle Felder sehen, deswegen habe ich alle eingegeben. Immer jeweils mit dem Komma getrennt. Dann kommt das Schlüsselwort from und dann drivers. Man sieht hier jetzt, die Schlüsselwörter, die SQL-Schlüsselwörter sind immer blau markiert. Ja? Und dann kommt der Name der Tabelle nach dem from. Okay? Und wenn ich jetzt nur dieses Teil ausführen will, dann markiere ich das und wieder hier. Und da sieht man jetzt hier, das ist jetzt meine Tabelle. Man sieht die Felder hier oben, der Typ der Felder. Und man sieht hier den ersten Datensatz, den ich habe. Okay? So, noch ein kleiner Tipp will ich hier zeigen. Das betrifft für Leute, die mit Excel viel arbeiten, weil mir geht es auch so. Ich tue die Daten oft in Excel, erstmal, oder sagen wir mal so, Protodaten erstmal in Excel erstellen. Und wie jetzt hier. Und jetzt will ich diese ganzen Daten hier einfügen. Jetzt, mein Problem ist folgendermaßen, wenn ich jetzt immer das Insert immer neu schreibe und dann hier, hier dieses Insert immer neu schreibe und das dauert mir zu lang bei 20 Datensätzen oder wenn ich jetzt mehr Daten setze. Deswegen mache ich in Excel folgendermaßen. Ich habe hier ein Muster. Ich mache es mal ein bisschen mehr. Ich habe hier ein Muster und ich baue mir eine Formel. Eine Formel, die dann diese Felder mit reinnimmt. Ja? Also das heißt, ich habe hier ist gleich, dann schreibe ich den Text, der sich nicht ändert, insert into drivers und dann Gänsefüßle zu und dann kommen dann die, die einzelnen Daten, die sich variieren. Ja? Und dann der Vorteil mit so einer Methode, ich kann das dann runterziehen und ich habe dann den SQL-Code für alle, ja, und ich habe das hier erstellt. Ich werde jetzt in dem Folgevideo, werde ich dann zeigen, wie man solche sowas in Excel macht. Ich will es jetzt nicht in diesem Video zeigen, sonst wäre das zu lang. Aber ich habe das jetzt schon mal erstellt und jetzt brauche ich nur noch das zu markieren. Ich markiere den ersten nicht, weil den haben wir ja schon reingesetzt, den Farina. Ich will jetzt die restlichen hinzufügen in meine Datenbank. Dann kopiere ich das, kopiere sie und gehe wieder in meinen Postgres und jetzt hier machen wir ein paar Returns, das wir und füge es ein, da sieht man, ich habe jetzt schon mein ganze Inserts, habe ich schon rein, ja, alle Fahrer auf einen Schlag, die sind von Excel rein, und wenn ich das jetzt markiere, upsala, muss man aufpassen, so, wenn ich die jetzt markiere und ausführe, sind sie drin, und wenn ich jetzt wieder dieses Select markiere und ausführe, sieht man jetzt die ganzen Daten, die ich jetzt in meiner Tabelle habe, ich habe also quasi jetzt hier in meiner Datenbank genau die Daten, die ich in der Excel-Tabelle hatte. Okay? Und wie gesagt, ich werde dann im Folgevideo zeigen, wie man das in Excel erstellen kann für die Leute, die nicht so oft mit Excel arbeiten. Aber jemand, der mit Excel arbeitet, erkennt das sofort, das ist einfach eine Formel, in der man Texte mit Zellbezüge zusammenbindet und so erstellt man seinen eigenen SQL-Code, den man dann per Runterziehen auf die restlichen Zeilen übertragen kann, dann kann man das einfach kopieren, in SQL hinzufügen und zack, hat man schon alle Daten drin. Kann man auch mit Abfragen und so weiter, werden wir dann sehen, wir werden es auch mit Abfragen und so weiter machen und deswegen ist es eine nützliche Methode.
Okay, jetzt wollen wir genau dasselbe mit MySQL machen. So, und jetzt hier habe ich meinen MySQL Workbench. Ich tue einfach diese Lokalinstanz erstarte und dann gehe ich auf den SQL-Editor hier. Okay, und jetzt kann ich genau dasselbe stellen. Wir wollen jetzt erstmal eine Datenbank erstellen. Hier in SQL muss ich erstmal eine Datenbank erstellen und das geht folgendermaßen. Also in dem Postgres habe ich meine Datenbank mit der Maus erstellt. Hier mache ich das mit SQL und zwar ich gehe dann hier und so create Database F1DB und dann nach jedem SQL-Befehl immer ein Semikolon und dann der erstellt die Datenbank. Dann kommt der zweite Befehl und der heißt use F1DB. Das erklärt dann zu MySQL, dass wir mit dieser Datenbank jetzt arbeiten wollen. Da kommt dann ein Semikolon wieder hier. Und dann kommt der nächste. Das ist jetzt, was wir in Postgres genauso gemacht haben. So, und da sieht man hier, das ist jetzt der Code für die. Ich mache eine neue Datenbank, Create Database, die heißt F1DB. Ich tue sie im Vordergrund herholen, indem ich sage Use F1DB. Das heißt, jede Aktion, die wir jetzt danach ausführen, betrifft diese F1DB und nicht irgendeine andere Datenbank, die in diesem SQL-Server oder MySQL-Server liegt. So, und dann ist es so ähnlich wie bei Postgres. Ich sage Create Table Drivers, da kommen die Felder. Und es ist identisch wie bei Postgres, nur hier haben wir jetzt Tiny Int, weil wir den Luxus haben bei MySQL, wir können noch kleiner als Small Int gehen, gerade bei Siege und Championships. Da brauche ich nicht mehr als 255 Siege bzw. Weltmeisterschaften. Deswegen wird man hier die Tiny Int voll langen und dann könnte man diesen Code ausführen. Ja? Und ausführen heißt hier mit diesem Blitz. Ja? Probieren wir es mal aus. So. Und ist alles ausgeführt, sind alle drin. Okay, so und jetzt wollen wir unser erster Fahrer hinzufügen. Ist genauso wie bei Postgres. Probieren wir es mal aus. So und bei Postgres ist, sorry, wie bei Postgres tue ich das dann hinzufügen. Ich mache mal das ein bisschen kleiner hier, dann kann man den Code viel besser sehen. Okay, und da sieht man hier Insert into Drivers, Driver ID und so weiter. Und dann kommen die Values wie in. Genauso wie in Postgres auch die Texte in solche einzelne Gänsefüßchen, Zahlen kriegen gar nichts. Und dann am Ende immer ein Semikolon nicht vergessen. So, und das ist jetzt, fügen wir den ersten Fahrer. Jetzt wie bei Postgres, wenn ich nur diesen Code ausführen will, markieren und dann ausführen. Schon ist er ausgeführt. Und jetzt wollen wir mal checken, ob das tatsächlich drin ist. Ist genau derselbe Befehl wie bei Postgres, das Select-Befehl. Und den fügen wir jetzt hier mal ein. Und da haben wir es. Also das heißt Select Driver ID, also diese Felder will ich sehen, Driver ID, First Name, Surname, Victories, Championships, from Drivers und ein Semikolon. Und wenn ich jetzt nur diesen Code ausführen will, markieren, ausführen und da sieht man, unsere Tabelle beinhaltet diesen Fahrer. Und hier komme ich wieder zurück auf meine Excel-Tabelle. Ich kann jetzt auch wieder die restlichen Fahrer hier markieren, also quasi nicht direkt, sondern den SQL-Code für die restlichen Fahrer markieren, kopieren und gehe dann in MySQL und machen wir hier ein bisschen Platz. So, und dann kann ich das Ganze hier einfügen. Und wenn ich das jetzt markiere, op, 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 markiere und führe das aus, dann sind alle Fahrer drin. Und wenn ich jetzt wieder ganz unten meinen Select-Code, hier haben wir zu viel Leer, das kann man wegmachen, hier meinen Select-Code jetzt markiere und ausführe. Sehen wir dann unsere Tabelle mit den ganzen Fahrern. Ich tue es mal ein bisschen hier größer machen, dass man es besser sieht. Und hier ein bisschen. So, dann kann man unsere Tabelle, sieht man jetzt unsere Tabelle wesentlich besser. Ja? Und man sieht hier, die Ähnlichkeit zwischen Postgres und MySQL die sind sich sehr ähnlich. Nur hier bei MySQL können wir ein Tiny Int nehmen, was bei Postgres nicht der Fall wäre. So, kommen wir zu unserem drittes Datenbankpaket, das Access. Und da ist das Verfahren ein bisschen ähnlich. Ich habe jetzt Access gestartet, gehe auf leere Datenbank. Und da haben wir eine leere Datenbank. Da ist hier eine Tabelle, die brauche ich gar nicht, tue ich einfach schließen. Und was ich mache, ich erstelle eine neue Abfrageentwurf. Da sind keine Tabellen, die ich einfügen kann, einfach schließen und gehe gleich auf SQL. Und hier tun wir unser SQL-Code hinzufügen. Und da füge ich mal unsere Tabelle.
So, und da sieht man hier, hier habe ich jetzt meinen SQL-Code, genau ähnlich wie bei den anderen, createTableDrivers, Klammer auf, Klammer zu, und dann kommen die Felder, und neben jedem Feldertyp, jetzt in Access ist so, man hat drei Zahlgrößen, die kleinste ist Byte, die nächste ist Integer und die nächste ist Long Integer. Bei Fahrer, Byte ist zu wenig, 255, ich könnte schon mehr als 255 Fahrer haben, deswegen nehme ich die nächste Größe, ist Integer, die geht dann bis 32.700 etwas. So, First Name und Surname sind Text, jeweils Größe 30 und 55, wie bei den anderen Datenbanken. Die Victories und die Championships sind jeweils Byte, weil hier, wie gesagt, kein Fahrer wird mehr als 255 Siege erzielen, beziehungsweise auf keinen Fall mehr als 255 WM-Titel. Ja? Und dann kann ich das dann, das ist jetzt, da habe ich, so erstelle ich eine Tabelle, und wenn ich das ausführe, dann ist schon meine Tabelle da. Und wenn ich da reingehe, wenn ich die an Doppel anklicke, sieht man, die Tabelle ist jetzt noch leer. Aber die Felder sind alle drin. Und wenn man hier auf Entwurf geht, sieht man den alles drin. Nur halt bei Access habe ich gemerkt, dass obwohl man bei Zahl Integer gibt, und diese Größe gibt es hier, man sieht es, es gibt Integer, setzt er mal das automatisch auf Long Integer. Okay? Ich kann es dann nachträglich hier ändern, wenn ich will, aber komisch, da macht das dann so. Und die restlichen sind auf Byte, wie gehabt, wie ich das festgelegt habe. Und hier sieht man die Größe 55 bei Nachnamen und bei den First Name 30. Also klappt das alles. Okay, ich schließe das. Speichern, nein. So, und ich lasse das so. So, jetzt haben wir das da. Jetzt will ich mal auch wieder hier unser Fahrer hinzufügen. Der erste Fahrer, den wir hatten. So, kopieren und hier einfügen. So, und da habe ich jetzt unser erster Fahrer. Und wenn ich jetzt diesen Code markiere und ausführe, dann... Naja, hier ist bei Access auch nicht so wie bei den anderen Daten. Man kann nicht markieren und ausführen, er führt immer das Ganze aus. Deswegen machen wir das weg hier oben und machen wir dann nur das da. Und jetzt kann man ausführen, dann fügt er, genau, sind dabei eine Zeile hinzuzufügen, ja. Und dann kann man, und hier kann man in Access, kann man hier einfach die Tabelle doppelt anklicken. Und da sieht man schon, unser erster Datensatz ist jetzt schon drin, okay. Den haben wir jetzt per SQL hinzugefügt. Und was ich jetzt gemerkt habe, bei Access ist halt nicht so, funktioniert nicht so gut wie bei den anderen. Wenn ich jetzt das hier kopiere und das in dem Access hinzufüge, funktioniert das nicht so sauber wie, ich mache das erste erstmal weg, funktioniert das nicht so sauber wie bei den anderen Datenbanken, da kriege ich immer eine Fehlermeldung, ja? Obwohl der Code in Ordnung ist, weil er kann nicht oder will nicht mehrere Inserts hintereinander machen. Ja? Also hier in Access wirklich musste ich dann muss ich dann wirklich jeden einzelnen hinzufügen. Weil wenn ich jetzt alle lösche und nur den einen füge, geht das einwandfrei. Ja? Und da sieht man dann, ich habe hier dann zwei Fahrer. Und dann müsste man dann in dem Code immer dann einen nach dem anderen hinzufügen. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt den dritten hinzufüge, den Fangio habe ich. Und unten die alle weg, bis auf den Ascari, und dann ausführe, so, jetzt habe ich dann, müsste ich dann drei Datensätze in Access haben und so weiter, ja, also man sieht ja, es ist, von der Handhabung ist es sehr ähnlich, nur Access hat dann die Schwäche, dass es nicht diese multiple Insert vertragen kann, muss man immer einzeln, was sehr primitiv ist in dem Fall, ja, aber Access ist auch nicht gedacht so als SQL-Code-Maschine. Ich habe hier Access extra eingefügt in dieser Videoserie, weil viele Leute haben Access oder wollen mit Access arbeiten, und so können sie diese Übungen oder Tutorials nachahmen. Allerdings, wie man sieht, Access ist nicht so ein hat nicht so dieselbe Performance wie Postgres oder MySQL. Ja? Oder auch SQL-Server, den ich jetzt hier nicht habe, deswegen mache ich den auch nicht in dieser Serie rein. Okay, das war mal jetzt, haben wir gesehen in diesem Video, wie man eine neue Datenbank erstellt. Wir haben jetzt eine neue Tabelle erstellt in dieser Datenbank, haben die Tabelle mit Felder kreiert. Diese Felder waren beides Zahlen und Texte, und dann haben wir diese Felder mit Daten befüllt, und dann haben wir noch zuletzt eine Abfrage erstellt, um zu sehen, ob unsere Tabelle mit den richtigen Daten in der richtigen Weise befüllt wurde. Ja? Und dieses Thema werden wir jetzt in dem nächsten Video dann fortfahren.